Das Abenteuer geht weiter. In der finalen Welt. Nestis Welt. Im letzten Part haben wir den Boss der letzten Welt, den lächerlichen Boss, muss ich betonen, besiegt. Und heute wird es Zeit, Nestinork zu finden und zu besiegen. Aber zuerst müssen wir 5 seiner Welten besuchen, aber die Drachenmaule sind zu, also gehe ich in dieses Level. Und was darf ich hier sehen? 400 Juwelen und 2 Drachen und... Ne, Moment. Ja, 400 Juwelen und Donkey Kong Nachspielung, die mich direkt überrollt hat. Donkey Kong auf Wish, ist besser zu sagen. So, diese Fässer kann man wegstoßen. Aha. Muss ich mir dann wohl merken. Denn das hilft. Ah, so stirbt, danke. Und du fliegst weg. So, jetzt müssen wir hier rauf. War das wirklich... Ich habe jetzt gedacht, das wäre wirklich ein... Hier, wie nennt sich das? Wirklich ein Donkey Kong Fass. Aber nein. Das war nur ein TNT Fass. Denn von der Seite aus kann man denken, das ist ein Donkey Kong Fass. So, was passiert, wenn ich dich anrenne? Dann wirst du sofort explodieren. Okay. Und mit 2 Fässern stirbt auch dieser Dude. Perfekt. Nein, was mache ich? Oh nein. Das war dumm von mir aus. So, macht man das. So, hier rauf. Und dann darüber. Yes. So, ich töte den nochmal kurz. So. Für alle Fälle. So, und die dort, die schmeißen schon mit TNT-Fässern. Oh shit. Shit, 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 shit. What the hell? Ist hier los? Wait. Nee, kann ich nicht. Ich dachte, man kann ihn anzünden, um ihn schnell zu killen, aber nein. So. So. Jetzt zünde ich sein Hinter... Jetzt zünde ich seinen Hintern an, wollte ich sagen, und dann zündet er mich weg. Ja klar. So Spyro, jetzt Beeilung, wir haben keine Zeit zu verschwenden. So. Ich kann euch so wegzünden, jop. So, und dich von hinten. Nein! Aber nicht, das DT sollte mich aber dabei nicht treffen. So, das sieht ein bisschen wie ein Schiffhafen aus. So, der ist tot, der hat auch keinen Metallschutz. So, und hier ist der erste Drache. Letev. Weiter so, Spyro. Vermutlich kriegt Nasty langsam wirklich Angst vor dir. Ich würde vor Angst zittern, wenn ich Nasty wäre. Ich hoffe, dass er Angst kriegt.
denn noch ein bisschen und dann wird er wie alle Bosse sterben. Ich hoffe nur eins. Hier brauche ich ein TNT-Fass. Ich hoffe nur eins, dass Nasty kein Loser ist wie alle anderen. Kann ich irgendwie diese Fässer schieben? Nein. Aha. Ich hoffe nur, dass Nasty kein Loser ist wie alle anderen Bosse. Und ich stelle mich in diesem Level wirklich blöd an. Darf ich das betonen? Ja. Nicht blöd, sondern sehr blöd sogar. Oh Gott! So. So, jetzt landest du hier, ja. Und schmeißt dieses Fass darüber! Was war denn daran so schwer? Nein! Oh Gott! Bitte nicht sterben! Obwohl der Tod wäre hier keine schlechte Idee. Ich hoffe jetzt, ich habe noch One-Ups. Oh, zum Glück. Aber das war der letzte. Der letzte One-Up. Also Spyro. Aufpassen. Ich muss mich jetzt perfekt positionieren, um das Fass anzustoßen. Yes! So. Endlich! So, und jetzt gehen wir ins Schiff. Ich muss mal kurz was erledigen. Musste kurz mein Laptop ins Akku anschließen, damit die Aufnahme nicht abbricht. So. Hier gibt es für uns ein One-Up, yes. Und du nimmst den das Fass und eine Flamme auf deinen Bauch. So, aufpassen. Aufpassen. Dieses Level ist so linear, das gefällt mir. Es ist linear. Es ist nicht unübersichtlich, dass man 10.000 Wege hat. Es hat einen Weg und auf dem Weg kann man alle diese Juwelen und alles sammeln. So, Vorsicht mit dem TNT. Obwohl, kannst du mir helfen? Nope. Ich glaube, ich brauche dafür das Fass von dort oben. So, nein. Wir machen das nirgends wie. Wir machen das so und so. Habe ich das Juwel dort eingesammelt? Yep, Vorsicht, TNT. Vorsicht, TNT, aber nicht das TNT, welches man aus Minecraft kennt. Ein anderes TNT, ein anderer. So, vorsichtig, ein bisschen hier auch so verschlaufen. Und jetzt deinen Kopf verbrennen. Und das TNT anzünden und nichts davon bekommen. So, vorsichtig. Da sehe ich irgendwas Fieses. Aber egal. So, von hier ist jetzt es wichtig, richtig zu treffen. Ich sagte, richtig zu treffen. Richtig zu treffen. So. Yep. Das war ein richtiger Treffer. Hier sind aber nur eine Juwelen und nicht mehr. Aber das machen wir auch.
So. Jetzt müssen wir hier rüber. Hier gibt es einen One-Up. So, hier gibt es nichts. Und wieso wurde ich davon getroffen? Wait. Ich glaube, diese Metallfässer sind auch TNT-Fässer. Aber die sind aus Metall. Das merke ich jetzt, denn nicht umsonst explodieren sie. Ja, das sind auch Metallfässer. Nein! So, ich muss ein TNT anzünden. Und dabei auch Damage kassieren. Leider. Oh nein! So. Schnell abhauen. Hier auch! Eigentlich. So. Und wieso explodiert denn sein TNT nicht? Ich habe es doch angezündet. Meins wäre längst explodiert. So. Ah. Ah. So, hier kurz verstaufen und weiter. So, Vorsicht. Nein. Yep. So. KO. Du gibst mir dein... Die Libelle kommt mit mir. Und... Ihr fliegt weg. Alle. So. Dein TNT wird angezündet und du fliegst auch weg. So. Und der nächste Drache wird gerettet. Thomas. Die Lokomotive. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass mich jemand retten würde. Vor allem nicht so ein kleiner Drache. Ich meine, ich habe immer an dich geglaubt, Spyro. Das glaube ich gern. Ich auch, denn wenn man zu jemandem so klein sagt, dann kann es auch dieser jemand es auch falsch verstehen. So, flieg weg, Freundchen. Und du auch, du hast hier nichts zu bieten. So. Perfekt. Da ist schon das Ziel. Ich kann es sehen. Wir haben hier aber noch was zu erledigen. Hahaha. Kettenreaktion. Habt ihr das gelernt? Liebe Nesties. Ich glaube nein. Das spawnt jetzt ein neues Fass. Yep. Libelle. Oh, nee, nicht Libelle, sondern Schmetterling. Das sind ja Schmetterlinge. So, ich muss jetzt... Ah nee, das hat schon gepasst. Das hat schon gepasst. So, jetzt gehe ich zuerst mal ins Rote. Und stelle fest, dass hier viele Explosionen sind. So, also müssen wir uns hier durchkämpfen. So, ah. So, habe ich ihn getroffen? Ja. Yep. Und jetzt muss ich... Ah ne, für dich brauche ich einen Schlüssel, aber kann ich dich vielleicht auch so zerstören? Ich glaube eher nicht. What? What? Das geht auch? Das finde ich eigentlich schlecht. Sie könnten dafür einen Schlüssel irgendwo verstecken. Aber dass man so es einfach so zerstören kann, ist schlecht. Das ist schlecht. So. Hier gibt es nichts.
Okay, da hier wahrscheinlich. Und hier wird es auch wahrscheinlich zum Ziel gehen. Und gibt es da unten irgendwas? Nope. Da unten gibt es nichts. So. So. Und so. Und kaboom. Und kaboom. Und rüber mit dir, Spyro. So, ich glaube, hier geht es jetzt rauf. Yup. Und ich hoffe, die 10 Juwelen, die mir hier noch fehlen, die befinden sich hier. Yup. Haben wir alles? Ja. Okay. Dann ab nach Hause. Obwohl, ab in die Hauptwelt. Besser gesagt. So, das Level haben wir abgeschlossen. Aha. Jetzt verstehe ich es, wie es funktionieren wird. Jetzt verstehe ich es. Erstes Level, zweites Level, drittes Level und wahrscheinlich der Bosskampf. Oder viertes Level und dann irgendwo hier spawnt noch ein Kopf. Und daraus, da versteckt sich Nasty Nork. Okay, gehen wir jetzt in dieses Level, Twilight Harbor. Und wir haben 10.000 Juwelen. Also fast die 100%. Oh shit! WTF. Sowas würde Nintendo nie in seine Spiele einbauen. Glaub mir. Sorry. 400 Juwelen, 2 Drachen. Schon wieder diese... Ich weiß nicht, aber irgendwie wird dieser Sound-Controller durch meinen Controller ausgelöst. Und das war ein perfekter Start. Direkt mal ein bisschen in der Lava baden. Stirb! Stirb! So, du auch. Danke. Hier geht's rauf, aber was gibt es hier? Stirb, bevor du mir hier noch schießt. Ein One-Up. Und das haben wir auch gebraucht. Hätten wir auch gebraucht, besser gesagt. So, aha. So. Gibt es hier noch auf der anderen Seite irgendwas? Nope. Okay, dann stirb. Ihr kommt mit. Und die Kamera dreht sich in die richtige Richtung. Oh shit. Stirb. Stirb. So. Puh. Solche Waffen würde Nintendo nie in seine Spiele einbauen. Das weiß, glaube ich, jeder, das muss ich hier nicht erwähnen. So, gibt es hier noch irgendwas? Nope. Nichts mehr. Oh shit. Oh shit. So, yes. Puh. Es gab ja auch ein Super Mario 64 Hack, glaube ich. Nee, nicht Hack, sondern... Also, ein Fan hat gesagt, Super Mario 64 genommen und in einen First-Person-Shooter umgewandelt. Ich habe das sogar gespielt und ich werde es irgendwann mal let's playen. Aber jetzt wird Cosmos gerettet. Danke, dass du mich befreit hast. Noch 9 Drachen und dann haben wir alle. Stirb! Du mit deinen Granaten kannst auch sterben.
stirb. Und die Granate hat mich aber trotzdem getroffen. So, stirb. Yes. Nein, 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 nein. So. Stirb. Ah. Stirb, ich sagte. Danke. So, Zehner. Ruhe, Ruhe. Und wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel zu der Truhe, die ich suche? Aha. Und wozu ist das hier? Ich glaube, ich weiß wozu. Ja. Habe ich es mir doch glatt gedacht. Super Sprint. Sei auf der Hut vor Nox Truppen, Spyro. Die sollten mal lieber vor mir auf der Hut sein. Jep, da habe ich dieselbe Meinung mit Spyro. Die sollen von mir Angst haben. Ich habe vor ihnen keine Angst. Denn trotz ihrer Maschinengewehre sind sie Loser. So, das ist glaube ich der Weg weiter. Also kehre ich zurück und benutze den Supersprint. Und komme mal kurz hier hoch. So, das Water. Und jetzt wird es Zeit für den Supersprint. Und einen Supersprung. So, aufpassen. Stirb. Puh. Aufpassen, Spyro. So. Wo ist aber der Schlüssel zu der Truhe? Zu der dort. Wäre da die Frage bei mir? Der muss irgendwo sein, so, weil ich habe eine Ahnung. Ich habe eine Ahnung, wie man diese Truhe zerstören muss. Ich habe da eine Ahnung. Die Brücke ist perfekt. Und zwar brauchen wir dafür keinen Schlüssel, wie ich es ursprünglich gedacht habe. Da fließt Lava ins See. Sondern wir müssen mit dem Supersprint in sie reinrennen. Sie hat ja auch kein Schloss, um mit einem Schlüssel aufgemacht zu werden. Das ist mir nicht aufgefallen. Okay, jetzt können wir weiter. So, Aziz. Stirb, danke. So. So. Wie viele Drachen gibt es hier? Zwei Drachen haben wir alle. So. Zweimal Zehner. Und ich glaube, da hinten ist schon das Ziel. Werden wir ja gleich sehen. Stirb. So. 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 Nein, nein. Oh nein. Ich bade im See, auf welchem der Grund aus Lava ist. Es ist auch ein bisschen unlogisch. Unlogisch. Ihr habt da bestimmt gesehen, wo Lava
ins Wasser reinfließt. Das ist unlogisch. Es funktioniert, es physisch, glaube ich, funktioniert es nicht, sondern chemisch, denn normalerweise muss das Wasser, glaube ich, entweder kochen oder die Lava versteinern. Weiß ich jetzt nicht genau, mir fällt jetzt das nicht ein. Mir fehlt jetzt nur eins ein, 400 Juwelen, 2 Drachen und ab nach Hause. Sorry. So. Jetzt ist der zweite Maul auch offen. So. Und der hatte viel mehr Juwelen. Und da haben wir alle Juwelen dieser Welt. Der Hauptwelt. Also, hier wird der letzte Drache sein. Und vielleicht auch der Boss. Weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, hier wird der Boss spawnen. Ist auch egal. Egal wo nächste spawnt. Der wird sterben. Aber jetzt muss ich den Part leider beenden. Also, wenn euch der Part gefallen hat, dann werde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Spyro the Dragon. Bis dann und ciao. Und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Tschüss.